inside while others sleep. Infiltrate production lines. Broadcasting elite. Who elevate the meaningless with finance and impressions of what other people need. The network never weeps and never cries for you to stop. There's a naked head to rescue. It's a lonely at the top. We are the men of tomorrow, and we wish you were here. We are the men of tomorrow, and we wish you were here. Wish you were here. Veranstaltung wie heute mit so wenig Polizisten. Haben Sie das schon mal erlebt? Nein. Nee, eigentlich noch nicht. Eigentlich noch nicht. Und wie stehen Sie dazu, mal so eine Großveranstaltung als 4 oder 6 Polizisten abzudecken, ohne Krawalle, ohne... Sehr positiv. Sehr positiv. Sollte man öfter mal so machen und dann eben, dass es nur für die Polizei ein reines Verkehrsproblem ist und kein anderes Problem. Und jetzt mal ganz ehrlich, schon ein bisschen mit dem Knie gezockt von der Musik? Ja, doch. Auf jeden Fall. In meinem Alter sowieso noch. Ich weiß nicht, wie mein Kollege darüber denkt. Ja, der hat schon Kopfhörer drin, aber damit hört er wahrscheinlich nur die anderen Kollegen ab. Richtig, ja. Dankeschön. Yeah. Na, so, wir bleiben heute einfach hier mal nur stehen und gucken mal, wie oft...
Ihr kennt doch Mitschnacker nicht, Kinder? Ja. Ja, das sind so Leute, die euch Schokolade und Bonbon und Geld versprechen, nicht? Und manchmal wollen sie euch sogar im Auto mitnehmen. Ja. Und woanders sagt man zu solchen Leuten, Schokoladenonkel. Und von so einem Mitschnacker möchte ich euch heute einmal erzählen. Mit Schnacker. Hier kommen die Mitschnacker, das Publikum ist da und fährt des Bodens auf den Macker. Acker. Nicht aufgepasst, zickzack, haben wir dich mitgeschnackt. In ein unbekanntes Land gebracht, wir fliegen rein mir durch die Luft und Beatswachsen an Bäumen. Das Land ist so funky, da kannst du nur verträumen. Komm mit, kleiner Junge, ich hab Angst vor dir. Ja, das verstehe ich gut, doch eins verspreche ich hier. Wenn du die Augen aufmachst und bemerkst, wo du bist, kannst du dir sicher sein, dass du die Angst schnell vergisst. Denn isst du ein Stück von der verbotenen Frucht, dann packt sie auch dich, die verbotene Sucht. Kreativ zu sein, ein Gedicht und ein Reim, dein eigener Clown und ein Held zu sein, dich vom Druck zu befreien, mehr zu sein als zu scheinen. Wenn du schweigen willst, zu schweigen, wenn du schreien willst, zu schreien. Also komm mit ins Land, wo das Brot zu Hause ist. Denn wenn du es einmal auch hier zu Hause bist, dann können wir zusammen Zitronen beißen. Wir können zusammen die Unendlichkeit bereisen. Wir können zusammen an Fruchtlollis lutschen. Gemeinsam ins Land des Lachens rutschen. Denn wo die Brote wohnen, ist auch die Party zu Hause. Eingeladen sind alle, wir schmeißen keinen raus. Und wenn euch das gefällt, geht nach Hause Sachen packen. Lehnt euch zurück und lasst euch mitschnacken. Die Mitschnacker. Hier kommen die Mitschnacker. Chakalaka, hier kommen die Mitschnacker. Die Mitschnacker. Hier kommen die Mitschnacker. Abum Chakalaka. Ich bin ein Mitschnacker, weil ich mitschnack. Also rede ich jede Minute mit meiner Schnute, wenn ich dich mitschnack. Doch bin ich kein Schokoladenonkel, der dir in den Schritt packt. Taktlos behaupte ich, und das ist ja das Schlimme. Meine Stimme ist der Soundtrack deiner Träume. Drum bäume dich nicht auf, sondern lauf und kauf dir den erotischen Gedichtsverkehr. Leiht ihr mir euer Ohr, geb ich's nicht mehr her. Denn das ist ja die Kunst, die ich beherrsche. Bewege mit Reim dein Hirn, mit dem Beat eure Ärsche. Schalte den Verstand auf Standby. Bist du gehemmt oder verklemmt? Sei sicher, dass du gleich nix mit den Füßen wippst, mit den Fingern schnippst, hips und hops, ist ja auch gehupft wie gesprungen. Ich hab nicht mitgeschnackt, also hab ich nicht gesungen. Ich reite auf meinem Reim, denn mein Reim ist kein Plappergaul. Ich bin Schiffmeister, ja, das Plappermaul. Schnipp, schnapp, pappalapapp, ich gebe nur das Mikro, doch noch lange nicht die Löffel ab. Die Mitschnacker, hier kommen die Mitschnacker. Boom, tschakalaka, hier kommen die Mitschnacker. Boom, tschakalaka. Jetzt rockt der Doktor die Baracke, oh, Backe. Denn wenn ich mitschnacke, dann packe ich den Groove und knacke die Nuss. Plus den Verdruss, den sie schuf. Gestatten sie Renz, Rechtsanwalt vom Beruf. Brenz, der Buche Renz, für ein paar Pens berät er dich vor Gericht als Vertreter. Gezählt da um jeder durch Kenntnis. Geht weder sonderbarer Grafen. Schlafen darf mit Schnackern überall im Schlamassel. Ich prassel auf euch nieder mit meinem Gequassel. Von Kassel bis Genf gebe ich meinen Senf auf den Teller. Acker. Schneller, sabbel ich schneller als Arabella. Und wenn ich zuweilen die Sprache verweigere, dann denk nicht, ich sei gar ein feiger Schweiger. Brauch nur einen kurzen Halt, um meine Gedanken einzusammeln. Drum bleib ich stumm, um nicht nur dumm rumzusammeln. Tauch ich meditativ tief ein, oft sogar im Yoga-Sitz von Roger Whittaker. Bin ein Mitschnacker, kein Mitschlepper. Renz ist ein Rapper und kein Kidnapper. Die Mitschnacker. Hier kommen die Mitschnacker. Boom, tschakalaka. Hier kommen die Mitschnacker. Boom, tschakalaka. Mit Schnacker. Live in der Peter Ehrlich Show. Hier rappt. Richtig Töne live aus dem Rachenraum, manchmal aus dem Bauchraum, manchmal rausgekommen. Setzt euch mal hin, Jungs. Ja. Ich stehe hier bloß so blöde rum, weil ihr euch noch nicht hingesetzt habt. Ey, ich bin der Sport. Eben das haben wir gegen nicht ausgespielt. Ich bin glücklich, ich bin stolz. Anna ist wieder da. Und deswegen heißt das automatisch, die Sendung wird schweißtreibender als sonst.
Wenn da nur so ein blöder Kerl steht, mit dem ich nichts anfangen kann, ist das nichts. Aber da steht, die bezaubern. Ach, ich muss das einfach mal sagen, Anna, das ist das Beste, warte, echt, warte, komm her hier. Seid ihr bald mal fertig? Hallo, hallo ja. Anrufer. Ja. Wie hat dir denn die Musik eben gefallen? Ey, nimm mal die Hampelmann aus dem Bild. Ey, bist du denn einfach doof oder was? Du hallo du. Auf diese Linke, wir haben dich auch sehr lieb. Mit mir zu sprechen. Das ist ein Megaband hier, ja? Die haben in der Dortmunder Westfalenhalle in der Kantine gespielt. Wir haben beim Grand Prix mitgemacht übrigens. Genau. Für Österreich. Ja, das ist, wie gesagt, das fette Brot. Jetzt machen wir das mal hier so ganz toll. Das darfst du jetzt nicht zeigen, was darunter gefallen ist. So, und wenn die da einige Menschen falsch verstehen. Fette Brot. Name habe ich mir nicht merken. Sag du deinen eigenen Namen. Ich bin König Boris. König Boris. Schiffmeister bin ich. Dr. Renz bin ich. Und wer zusammen bist du? Das fette Brot. Ohne das. Genau. Das nur fette Brot. Und fette Brot muss ich einfach mal sagen, was mich an euch am meisten begeistert hat, weil ich immer von den Bands, die ich kriege, die zu mir kommen, da kriegt dann immer so Infomaterial und dann steht bei manchen Bands so drin, ja, wir haben uns beim Bäcker getroffen, rumkugeln gegessen und dann haben wir eine Band gegründet. Das ist ja bei euch glücklicherweise anders. Wie war's bei euch? Ja, also wir haben uns beim Bäcker getroffen und rumkugeln gegessen. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Wir haben zusammen die Beefy Roll erfunden. Boris ist der Wurstmischer. Das richtig. Bin ich. Und ich habe das Brot gemacht. Schiffmeister war lediglich der Kunde, hat uns dann aber richtig, ich war so begeistert erst auf die Idee gebracht. Richtig, ich war so begeistert von der Idee mit der Beefy Roll, dass ich gedacht habe, das müssen wir groß vermarkten. Und dann haben wir das erst mit der Beefy Roll versucht, so, aber die läuft nicht so gut, da konnten wir nicht reich mit werden. Da haben wir gedacht, werden wir kurzerhand Musiker. Aber hättet gut, ihr oder? Euch zum Beispiel Mitte 92 gedacht, dass ihr mal Gast in der Peter Ehrlich Show seid? Oh nein, oh nein. Ehrlich gesagt, nicht, da gab es die Sendung noch also, ja nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich hätte mir das vor einer halben Stunde noch nicht mal vorstellen können. Ey, und wie findet er mir? So könnt ihr jetzt einfach auch mal die Wahrheit sagen. Ja, wie finden wir dir? Also besser als wie andere Leute. Ey, war das schon bei Stefan Raab? Ja. Und war das ist doch der, den imitierst du doch, oder nicht? Ist das hier nicht Stefan Raab für Arme oder so? Ich habe vor ihm schon Sendungen gemacht. Ich meine, und ja, mir wurde mal gesagt, weil ich jetzt hier auch so eine Gitarre liegen habe, die hat mir Prollhead, kennt ihr Prollhead? Ja. Die haben mir die geschenkt vor 10 Sendungen und seitdem mache ich auch ab und zu mal Ring, Ring. Das ist so nett. Aber jetzt insgesamt kotzt mich das an! Nie wieder! Scheiße. So, jetzt haben wir das geklärt. Kein Stefan Raab mehr. Seid ihr getroffen worden, ehrlich? Maske, die Wunde überschminken. Das ist das Problem bei mir. Ich mache immer total ernst. Lass ihn sterben. Sind ja noch zwei. Können wir noch eine schöne Musik genau, machen. Wir hatten uns sowieso überlegt, Schiffmeister rauszuwerfen. Das hat sich noch niemand erledigt. Psst. Er kriegt noch was einmal mit. Raustragen, das bitte. Das haben wir gleich wieder. Warte, wir können ihn ja in kleinen Stücken machen. Peter, mach mal bitte Hund-zu-Hund-Beatmung hier. Also seid ihr getroffen worden, tut mir das leid. Ja, so. Eigentlich bin ich auf einem Auge blöd. Jetzt. Ja. Ey, guck mal, das haben wir nämlich... War das war geplant, ganz ehrlich. Es war geplant. Wag an der blutet, aber das macht nichts. Ja, das läuft da in Strömen runter, aber egal. So, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Ihr habt eine neue CD rausgebracht. Richtig. Habt ihr die dabei? Leider nein. Ha, dann könnt ihr mal sehen. Peter Ehrlich hier. Da ist sie. Tata. Da ist sie. Original verschweißt. Unglaublich. Nie gehört. Oh, lass liegen, tritt sich fest. Nee, ist ganz gut. Also meine Freundin steht darauf. Guck mal, die sieht so aus wie cool. Die CD. Sag ich jetzt natürlich nicht, weil ich die privat auch höre. Ich hab ja kein Mikrofon, hört man mich wahrscheinlich ja nicht. Was steht an bei euch? Wann geht das ganz groß mit der Karriere? Wir sollen irgendwann in die Peter Ehrlich Show, kennst du die? Habe ich noch nie von gehört, so sollen wir irgendwann hin und dann... Dachten wir, das wäre so der Durchbruch. Ja. Das wäre. Ja. Ja. Ich muss dazu nochmal sagen, die haben hier live gerappt, was hier ja nicht so üblich ist, dass hier das live abgeht. Und wie ich euch kenne, haben wir einen Anrufer, der vernünftig ist? Ja. Cool. Mein Gott. Hallo, Frau. Ja. Frauen können nur vernünftige Anrufer sein. Du bist jetzt live in der Sendung. Oh, danke schön. Und du darfst jetzt einen von uns vieren aussuchen. Oh. Ja, fällt dir nimm nämlich lieber dich. Lieber mich. Oh. Aber das du bist richtig Popstars. Du bist auch nett. Die sind Groupies nach den Auftritten gewöhnt. Oh. Ja, ich weiß nicht. Ich komme immer in die Jacke wieder rein nach der Vorstellung hier. Wo warst du eigentlich so lange? Wo? Ich war letzten Dienstag das letzte Mal hier.
Nein, du hast länger keine Show gemacht. Nee, das stimmt nicht. Da hättest du einfach mal im Fernseher einschalten müssen. Wo warst du denn letzten Dienstag, wo ich hier auch für dich geschwätzt habe, du dumme Kuh? Oh. Ich denke, die ist gut und nett. Raus! Ich wollte euch nämlich so einen Sommer zeigen, wie das ist. Peter Ehrlich und die Fans. Könnt ihr jetzt gleich sehen. Philipp, mach mal Einspielung. Peter Ehrlich und die Fans. Gut. Wir bleiben heute einfach hier mal nur stehen und guck mal, wie oft ich erkannt werde. Philipp wird schon ganz neidisch. Ja! 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 Genau das meine ich. Alles klar? Seid ihr alle glücklich? Geil ist hier heute ohne Drogen, ja? Schmeiß weg das Bier, schmeiß weg! Und ich hab wieder einen gerettet vor dem Alkoholsucht. Dankeschön. Ohne Drogen. Ja, am Dienstag. Du sowieso immer deine Sendung. Ja, das muss auch so sein, ja, wa? Ja, normal. Ey, letztens haben wir richtig gelacht, wo du die eine mit den Hängetippen so verarscht hast. Jetzt bist du derjenige, der verarscht wird. Ah, nicht so. Doch, auf jeden Fall. Seit wann bist du auf der Bühne und machst mit? Seit 10 erst. Und heute Abend im Tunnel? Nee. Warum nicht? Nee, weil ich heute Abend lieber auf den Gore-Rave gehe, als dafür. Soll ich's nochmal sagen? Peter ist der Coolste. Hat er jetzt gute Sache? Ich meine, was soll ich dazu noch sagen? Bis auch interviewt werden? Ja. Kannst du mal hier losreifen? Los! Er hier will unterwegs. 120 Beats in einer Minute, hier geht's los. Schon wieder erkannt worden. Auch unter den Räfern habe ich meine Zuschauer. Ist ganz irre. Ich bin glücklich, ich bin stolz, ich bin zufrieden, ich bin deutsch. Hier ist also meine Einschaltquote. So sehen sie aus, die Jungs. Ey, das ist heute hier ohne Drohung, ohne alles. Ja, also ich finde Bier unpassend dazu. Eistee. Ja, und du? Was gefällt dir an dieser Show? An deiner Show? Ja. Eigentlich gar nichts. Aber du guckst sie. Ich finde, du bist ein ziemlich ekliger, penetranter Scheißtyp. Aber dienstagsabends läuft nichts anderes im Fernsehen, echt. Man muss dich einfach gucken, weil da nur Scheiße ist sonst. Ich meine, warum er guckt, ist mir scheißegal. Hauptsache, er guckt. Ey, das ist offener Kanal und so. Ich letztes Mal, als wir im Fernsehen waren, hey, habe ich das mir echt angeguckt. Wer seid ihr denn überhaupt? Von welchem Sender oder was das echt? Ich bin Peter Ehrlich. Das in der Mönckebergstraße war das Beste, wo ihr die Leute verarscht habt. Und Obergrün. Und heute hier den alles ohne Drogen? Ja. Logisch, ohne Drogen, siehst du das? Ohne Drogen. Okay, und seit wann bist du auf Action jetzt? Seit es angefangen hat. Nee, wir machen schon Action seit gestern Abend. Ja, nur Party. Nochmal. Aber Party ohne Frauen ist ja auch irgendwie scheiße. Wir sind doch genug. Mit, dann reicht das, oder? Hey, nehmen wir ihn mit? Nein, ich will nicht, Wieso willst du nicht? Ich will nicht. Hey, das gibt's da gar nicht. Kannst du in die Kamera mal einen abgesprochenen Satz sagen? Abgesprochenen Satz? Oh Gott. Ey, einen abgesprochenen Satz? Ey, das ist jetzt in dieser Situation. Pass auf, seitdem ich die Titanic gelesen habe, saufig. Seitdem ich die Titanic gelesen habe, saufig. Du musst aber nochmal sagen. Und wir machen kein Bier für Holzmeier, das habe ich gerade geklaut, aber das sage ich keinem. Hier ist was los, hier bebt das Leben, hier tobt er ehrlich. Danke. Nein, das ist mein Bier, das ist meine Reserve. Guckst du auch nächsten Dienstag wieder? Ja, logen. Da bist du im Fernsehen, kannst du dir vorstellen. Nächsten Dienstag, hey, Mann, und live on a Love Parade aus Hamburg, ja. Das war kein Love Parade, aber es ist egal. Und ich sage euch immer wieder, lasst eine Hände von der Drohung, sonst werdet ihr so enden wie die da. Nein, läuft, wir sind glücklich, wir sind zufrieden. Auch ich bin jetzt langsam jemand, der auf Techno steht und er mich cool findet. Ja. Willst du was sagen? Ja, wieder. Ehrlich, ja. Das ist schön. Mich gibt's wirklich. Und wie fällt dir die Veranstaltung heute? Gut. Doch, es ist unglaublich. Und hast du Drohungen genommen oder nicht? Nee? Ich nehme keine Drogen. Ehrlich, einfach so glücklich, fröhlich? Ja, normal. Nur wegen dem Wetter? Ja. Und ganz Leute hier und läuft derb zivilisiert ab, das Ganze. Ja, wir haben hier zwei Polizisten bisher gesehen.
Und du bist jetzt im Fernsehen, kommst Dienstag ins Fernsehen. Dienstag? Wann denn? Ja, um 20, ich denke, du guckst meine Show. Ja, normal immer. Um 21 Uhr. Nee, 20 Uhr. Um 20 Uhr? Immer 20 okay, Uhr. Okay, hat keiner gehört. Keiner gehört. Sie, weiß, sie ist mein Fan. Ja. Ich kann die alle haben. Alle. Oh. Ich hab dich so lieb, ey. Oh. Das schneiden wir jetzt am besten, Mann. Nein. Da waren wir fürchterlich auf Ecstasy. Ja, komisch diese Geräusche. Was soll's. Alles wie gesagt, klar für euch. Fangen wir an. Yo, optimal, geschmacksneutral. Optimal, geschmacksneutral. Optimal, geschmacksneutral. Ein Geräusch erwacht auf und er fragt sich wieso. 6:35 Uhr, gute Laune Radio. Sein Tag beginnt und er wird so sein wie alle Tage sind. Denn sein Weg ist immer gerade und es bläst kein Gegenwind. Es geht er duschen, duschen. Dann geht er Zähne putzen. Dann rasieren und anders Aftershave von Weihnachten benutzen. Dann gießt er Kaffee in die Tasse, die er jeden Morgen gießt. Dann nimmt er sich die Zeitung, die er jeden Morgen liest. Dann steigt er in sein Auto wie immer. Immer. Dann fährt er ins Büro wie immer. Immer. Dann sitzt er an seinem Tisch, wie immer. Wie immer. Keine Veränderung, es wird nicht besser und nicht schlimmer. Der 8-Stunden-Arbeitstag nimmt so seinen Lauf. Er kopiert und notiert und schreibt wichtige Sachen auf. Und er macht und er tut. Und dann ist es 17:30 Uhr, dann kann er nach Hause gehen. Denn er war heute wirklich fleißig. Zu Hause angekommen, zieht er seine Hausschuhe an. Nimmt die Fernbedienung und dann ist der Fernseher dran. Es gibt seinen Film. Und dann guckt er ein paar Serien mit Sonne, schönen Menschen, ist ja fast so gut wie Ferien. Dann legt er sich ins Bett und er macht sich keine Sorgen. Denn heute war wie gestern und gestern war wie morgen. Das war Müller Nachname und Vorname Karl und der ist optimal. Geschmacksneutral. Optimal. Geschmacksneutral. Optimal. Geschmacksneutral. Optimal. Geschmacksneutral. Herr Meier liest seit ungefähr 5 Jahren keine Zeitungen mehr, doch mag er modellblauen Leitungen sehr. Es wäre eher ein Wunder, wenn man ihm begegnete im Wahllokal, obwohl's den ganzen Tag regnete. Segnete Gott den Knaben mit besonderen Gaben, muss dieser sie wieder verloren haben. Umso farbenfroher ist sein Job als Beamter. Eigentlich ist er kleinlich, doch manchmal verschlammt er auch Akten, die sind da, plötzlich unauffindbar. Zum Glück ist er als Staatsangestellter unkündbar, Herr Günther Meier, im Prinzip nicht unbeliebt. Allerdings, wer merkt denn auch schon, dass es ihn überhaupt gibt? Er schiebt mir so die ruhige Kugel, hasst den ganzen Jubel und Trubel, hätt für sowas gern ein Double, der Rubel rollt. Auch ohne seins Zutun, wenn er sich einmischte, wem würde das gut tun? Gut tun die man auch. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Den Leuten geht's doch gut, zumindest den meisten. Was draußen in der Außenwelt geschieht, ist ihm egal. Er ist optimal, geschmacksneutral, optimal, geschmacksneutral, optimal, geschmacksneutral, optimal, geschmacksneutral. Nun, wir sind aber noch nicht fertig, wenn ihr Herrn Schmidt noch nicht kennt. Der Mann, der kompetent jedem Trend nach rennt, keinen Trend verpennt. Er findet heute richtig scheiße, was er gestern prima fand. Er findet heute richtig scheiße, worauf er noch gestern anhand stand. Von Modemagazinen sucht er seinen Stil. Erstens sieht er aus wie alle, zweitens kostet das sehr viel. Heute mag er Grunge und morgen Techno. Er hört die ganzen Charts rauf und runter den Dreck, so dass Herr Schmidt zwar fit, gerade in der Hitparade ist, den Mist vergisst. Und dann vergisst er die Lieder wieder und auch seine Klamotten. Es ist ihm eben wichtig, in der Disco abzuhotten, wie die Motten das Licht und die Pickel das Gesicht. Ziel sicher und dumm schwirrt er herum und besticht wieder mal durch Unauffälligkeit, wie ich das hasse. 1, 2, 1 als Brei, er findet es richtig klasse und geschmackslos, noch krasser als stilles Wasser. Es war abscheulich, als ich ihn neulich auf der Straße traf, sagte ich hätte da einen Tipp, in den Staaten wären jetzt an da ein richtig. Neulich traf ich ihn wieder. Er stand grad vorm Hallenbad in Lederschlappen bei Schlappen minus 14 Grad. So strunzdumm zu sein, wär für mich ja ne Qual. Er ist eben optimal geschmacksneutral. Optimal geschmacksneutral. Optimal geschmacksneutral. Optimal geschmacksneutral. Ja,
einen wunderschönen guten Abend. Wir sind Fettes Brot, direkt aus Hamburg. Bella, Peter heute Abend Ehrlich hier, Show. Heute Abend hier in der Peter Ehrlich Show. Wir haben keine Drogen genommen, weil heute ist Peter Ehrlich Show ohne Drogen. Allerdings, der Song ist auf Ecstasy entstanden. Apropos Love Parade, das, was wir gerade gesehen haben, super spitze Party. Wir waren zum Glück nicht da. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir hören können. Und geschmacksneutral. Das ist übrigens Peter, falls ihr den noch nicht kennt. Geschmacksneutral. Ja. Ich hab gerappt. Ja, hervorragend. Ey, wir haben da... Ja, du hast hervorragend getanzt. Eine Frau, die ganz verrückt auf die Band ist. Cool. Hallo. Hallo, Peter. Hallo. Findest du uns auch sexuell attraktiv? Naja, nicht ganz so, aber ich meine, wenn man die Augen dabei zumacht, dann wird es vielleicht gehen. Oh, cool, das ist ja immerhin was. Das ist cool. Wir machen das eigentlich machen beim Sex auch die Augen zu. Also zumindest untereinander. Also wenn wir Sex haben. So, außer wenn sie an der Friedhofsmauer stehen, da haben wir früher auch nie die Augen zugemacht. Da wollten wir ja sehen, wie weit der andere. Ah ja. Jetzt ist deine Show. War ein lustiger Witz, glaube ich. Lachen wir doch mal so. Erzähl mal. Was soll ich denn erzählen? Ja, ich habe ja nun nicht dich angerufen, das ist der große Vorteil. Klar, ein Glück habe ich dich angerufen, das ist klar. Weißt du, was ich ab nächste Woche mache? Was denn? Ich habe ja durch diese Peter-Ehrlich-Show 20 tolle Frauen kennengelernt. 20 Stück? Insgesamt jetzt. Und die werden wir ab nächste Woche eine nach der anderen anrufen und einfach mal zur Erfahrung, wie das war mit Peter privat, wenn er geschwitzt hat und so. PP. Wie findest du das? Finde ich nicht schlecht. Wenn du jetzt meine Ex-Freundin wärst, wirst du das angenehm finden, wenn dein Mann mit dir diese Show guckt und dann auf immer ein Telefon klingelt? Nee, ich glaube, dann findet er das bestimmt nicht mehr angenehm. Und hast du einen Freund? Ja. Und warum rufst du mich dann an jetzt? Auch einfach nur so, weil ich Lust habe. Du hast Lust? Lust, Telefonsex. An dich anzurufen. Verstehst du? Telefonsex. Einfach so? Nee, kein Telefonsex. Jetzt mal ehrlich, bist du einsam? Nö, bin ich nicht. Wo ist denn dein Kerl jetzt? Mein Kerl, der ist jetzt momentan woanders. Und zwar, der guckt auch gerade Peter Ehrlich Show. Ah, ihr habt zwei Fernseher. Ja, wir haben zwei Fernseher. Und ihr streitet euch immer. Du hechelst immer und er sagt, ah, der Typ ist scheiße. Ja, so ungefähr läuft das. Aber er guckt. Er guckt den ja. Auch wenn es scheiße ist. Ja, auch wenn es scheiße ist. Ja, das ist doch Sinn der Erfüllung. Ja, klar. Ey, es gibt jetzt Damenbinden von Peter Ehrlich. Ja. Hast du da voll Bock drauf? Nö, hab ich keine. Dann mach dich einfach weg. Das ist mein Flashlight. Wusch, 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 wusch. So, geschmacksneutral, war ein toller Song. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie ist das eigentlich? Wie verkaufte CDs habt ihr schon mal eine GEMA-Abrechnung gekriegt? Nee, leider noch nicht, aber jetzt steht noch an. Jetzt wäre zum Beispiel das angebracht, ich habe euch ja eine Schleife spielen lassen, jetzt machen wir das mit dem Kniefall. Ihr kniet. Ah ja, alles stimmt. Klar, ja, das hatten wir abgesprochen. Komm jetzt. Da war ich nicht dabei, Entschuldigung. Also vielen Dank für die Schleife. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Oh, wir sind so froh. Wir sind es nicht wert. Vielen Dank, Peter. Ich weiß zwar nicht, was für drei Songs. Wir sind unwürdig. Er hat uns die Schleife gemacht. Wir können keine Schleife. Wir können noch nicht die Schleife. Hier, Ach so. Er hat uns eine Schleife gemacht. Ich bin jetzt einfach gerührt. Ich kann das jetzt einfach mal sagen. Das haben die wirklich gemacht. Er sucht wieder eine Ausrede, um sich den Schweiß aus dem Gesicht zu wischen. Wer will dafür einen Preis haben? Könnt ihr. Aber keine Batterien, ja, die sind schon entsorgt wegen Cadmium und ja, Umwelt, genau, war toll. Kriegszeug ist kein Spielzeug, sag ich dazu. Wann kommt denn die nächste CD von euch raus? Oh, das kann auch etwas dauern. Obwohl, eine Single steht bald an, denke ich mal. Ja, wir machen eine Single. Und wann wären denn irgendwelche Auftritte von euch zu sehen, die hier im weitestgehenden Sendegebiet... Also es ist schwer, wir waren gerade hier so überall, unsere Tour geht nämlich allmählich zu Ende, jetzt haben wir noch zwei Auftritte, allerdings in Österreich. Für deine Zuschauer in Österreich und in der Schweiz vielleicht interessant. Müssen wir auch die angeschlossenen Sendeanstalten in Österreich und der Schweiz. Genau, das Aufnahmestudio nimmt bis 24 Uhr noch die Anrufe für diese Verbrecherbekämpfung an. Peter Niedetzki, bitte melden. Edith Zimmermann. Ja, genau. Das ist ja eine gute, dass ich immer auf die Gruppen so unheimlich toll vorbereitet bin. Vielleicht so kann ich mal hier lesen und dann kann ich mir eine zweite Frage rausquetschen. Im Februar 95, was ist da passiert? Oh scheiße, unsere Bio haben wir nicht auswendig gelernt. Mist. Also folgte die Single Männer, die ihr heute eigentlich ablehnt. Weil ihr sie hier nicht spielen wollt. Warum lehnt ihr eure zweite Single-Auskopplung ab? Das ist so, weißt du, das ist ein Ding, das haben wir zu unserer Jugendzeit irgendwie geschrieben. Verdammt lange her. Da können wir echt nicht mehr hinterstehen. Ja, wir sind wir haben damals Sachen geworden. Gesagt. Da haben wir noch eine Skinhead-Band. Ja, wir sind älter geworden. Wir nennen uns jetzt auch nicht mehr fettes. Wir nennen uns nicht mehr fettes Brot. Wir nennen uns jetzt nur noch FB. Aber ich fand das klasse an dem Video von Männern, die Frau am Kreuz. Ich wusste, dass es dir gefallen hat.
Das haben wir auch nur für Moderatoren gemacht, damit ich irgendwie was zu reden habe. Ja, ich habe mit eurem Manager versucht, die Frau einzuladen, euch vielleicht nur so im Hintergrund spielen zu lassen. War leider nicht möglich, weil ich habe mir sagen lassen, auch ihr habt sie nicht gehabt. Nee, richtig. Nicht alle von uns. Nicht wirklich. Jetzt halt mal eine andere Frage. Werdet ihr theoretisch auch darauf vorbereitet, 4 Songs zu machen? Theoretisch? Fallen dir keine Fragen mehr ein. Theoretisch? Mir fallen noch Fragen ein. Ja, dann stell doch mal endlich eine. Wir wollen jetzt nur eine kleine Zuspielung nochmal machen. Und danach macht ihr so und so nochmal Musik und ja. Vielleicht abschließend, ach, ja. Wenn die Sendung dann leider zu Ende geht. Eine spontane Liveband, das geht. Haben wir einen Anrufer? Oh ja, bitte. Hallo. Hallo. Na? Hi. Das ist jetzt deine Chance, immer in deinem Leben bekannt zu sein. Jo, ich habe mal eine Frage an Fetten Brot. Jo. Und zwar, ich habe mal gehört so, dass einer von euch die Null beim St. Pauli-Spiel auf den Kopf gefallen ist. Ja, das stimmt sogar. Das bin ich, hallo. Ja? Bist du Christian Hinzpeter und wolltest mir noch eine Dauerkarte spendieren? Nee, eine Dauerkarte habe ich zwar trotzdem, aber die will ich trotzdem fürs Homburg-Spiel noch behalten. Ja, schade. Oder kannst du mir sonst irgendwie eine Eintrittskarte fürs Abschlussspiel irgendwie besorgen? Nee. Gegen Homburg? Na gut, dann frag mal, was du fragen wolltest. Ja, wollte ich fragen, ob das stimmt. Weil ja, das stimmt. Passiert. Ich stand in der Südkurve, warum auch immer. Und das sollte bestraft werden, denn auf einmal bloßte ein Wind, blies mir die Null von der Anzeigentafel genau auf den unteren Augenknochen. Da wächst jetzt eine Warze, auf der eines Tages ganz groß HSV draufstehen wird. Apropos Strafe, bei Strafe fällt mir ein, kommen wir dann gleich zu unserer Verlosung. Die Band hat natürlich wieder Sachen mitgebracht, die sie ungerne weggeben, aber für euch tun sie das einfach mal. Habt ihr die alle dabei, ja, die Sachen? Ja, die ganz reich, hol die mal. In der Band ist immer der Kasper, der muss laufen, der muss einer die Tränke besorgen und... Einer ist immer der Loser. Hey, Anrufer, wie heißt du? Jochen. Jochen, ich würde einfach mal sagen, das gewinnst du. Ein fettes Brot. Das hat uns jemand gebastelt, das ist so super süß und groß, dass wir es leider nicht zu Hause behalten können. Für die und leider auch nicht weggeben. Du kannst dir da zum Beispiel auch Löcher drin bohren und dann wird dir das nachts eine Menge nutzen. Mensch. Also bitte nicht zweckentfremden. Das ist nur mit den zum Händen kannst du drauf hier mit schwarze Blackhand hier, kannst du die an den Ohren poolen zum, oder so. Ja, nein, Wirklichkeit ist das ein Drumcomputer. Ist das euer Drumcomputer? Ja. Oh, den bauen wir uns auch bald. Oder das ist cool. Live ja, abgemessen schon hast von unserem Bundeskanzler der Bauch. Nee, das ist Günther Strack. Das ist der Bauch von Günther Strack. Das ist die Operationssau aus der Schwarzwaldklinik. Wenn so Operationsszenen gezeigt wurden, wurde immer so ein grünes Tuch, so ein Schlitz drin, und wird da drin rumoperiert. Alter, hast du jetzt gewonnen? Oh, danke. Willst du Tarm? Ja, nimm mir gleich als Maskottchen. Dann schreibst du dann und dann musst du die 88 Mark Überweisungsgebühr überweisen, wa? Wieso, bei welchem Verein spielst du denn? Was? Warum Maskottchen? Bei welchem Verein spielst du? Nee, wir haben auch gerade eine Hip-Hop-Band aufgemacht. So ein bisschen. Ey, kannst du mal hier live so, dann musst du jetzt gleich laut reinschreiben, wie ihr heißt, damit ihr Promotion kriegt. Ehrlich da. Ehrlich? Ist aber schon mal gut. Ehrlich da. Ehrlich da? Ja. Gut. Da. Cool. Hier. Klein Freestyle noch, bitte. Freestyle? Ja, wir haben erst ein Lied, aber... Ja, dann hau ran, los. Jetzt ist deine Chance. Das können wir noch nicht so gut, aber... Dann, ja. Wir machen für dich Playback. Wir machen für dich Playback und du rappst dann. Er ist schon weg. Er ist schon mein weg. Gott, das ist Chance verpasst. Überlegt. Oh. Ist das ein Geschenk von euch allen jetzt? Ja, ja natürlich. Ey, das ist so riesig. Guck dir mal an, was du da sonst so für Kleinigkeiten hast. Ja, das sprengt doch alles. Hallo? Summt mal für mich die Männer an. Komm schon. Was? Euer Lied. Soll ich mal Männer? Natürlich. Ansummen? Ja. Dumm, 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 dumm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Alter, hast du gedacht, wir lügen? Krieg noch eins? Noch ein Wunsch. Komm, pro Anruf. Dumm, 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 dumm. Alter, dann haut ab, haut ab. Und genau, du haust ab. Wir machen jetzt einen Einspieler, weil Anna der Arm wehtut, gezwungenermaßen. Dann gibt es immer wieder Situationen, da trifft Peter andere Kamerateams von anderen Shows hier auf dem offenen Kanal. Und nicht, dass ich da manchmal böse bin, wenn ich die sehe. Aber die letzte Show, die ich da gesehen habe, hieß Skrullus Show. Und ich musste leider den Typen von der Skrullus Show aufs Maul hauen. Glaubt ihr nicht? Guckt jetzt. Ist das hier überhaupt ein Rave? Da, wieder die Kollegen. Und ihr seht da, wie Amateure Fernsehen machen, vom offenen Kanal zwar, aber ansonsten ist es... Wir geben uns nichts. Sie machen eine Sendung für
für ein Publikum, ich mache eine Sendung für ein anderes Publikum. Sie sind wahrscheinlich, also gebe ich schon zu, spontaner in ihrer Ausdrucksweise, sind auch einfach jünger. Das ist mein Mikrofon. Du kannst alles machen, aber nicht mein Mikrofon anfassen, ja? Und sie haben nicht so viele Sendungen wie ich, sie dürfen auch nicht so viel auf Sendungen gehen. Er ist ganz sprachlos, er will mir die ganze Zeit eine Frage stellen. Ich lasse ihn aber einfach nicht zu Wort kommen. Das ist jetzt mir. Wir hatten auch den Vermunden eher als du. Ja, aber wir senden es eher, darum geht es, ja? Ja, du hast auch eine feste Sendezeit, das ist das Problem. Wir haben keine feste Sendezeit, aber trotzdem, wenn ihr meine Show gucken wollt, die Scrooge-Show. Kannst du jetzt ruhig Werbung machen? Ich meine, ich habe da überhaupt nichts dagegen. Wir werden es einfach rausschneiden, einfach nicht senden. Aber wie bist du auf diese Idee gekommen, so eine Show zu machen? Kannst du mir das mal sagen? Ich weiß nicht, also eines Tages haben wir uns mal mit so einer Couch, mit unserer Couch, mitten auf so eine Verkehrskreuzung draufgestellt. Und das hat mir so geil, mussten wir einfach in auf den Kanal gehen. Dann habe ich natürlich auch noch dich gesehen, war echt begeistert. Yeah! Bist du der Kameramann, was auch nicht mehr, was er sagen soll? Ja! Hast du noch auch so oft erkannt wie ich? Wir sind schon 9-mal erkannt worden, genau 9-mal. 9-mal? Ja, ich weiß, das sind ja schon alleine 9, die da hinten jubeln, aber... Mann, ist meine Einschaltquote, nicht deine, ja? Da lege ich schon Wert drauf. Kennt ihr die Scrooge-Show? Tja. Triumph. Das ist meine Welt, die gehört mir alleine, nicht diesen da, die nicht. Ich bin der Einzige, der Wahre, der Ehrliche, ehrlich, ja? Und die sind nur Neider, ja? Neider. Neider, ich muss damit leben, dass ich so eine Neider habe, ja? Das sind wahrscheinlich auch die immer die Heche anrufen, bei mir auf den Anrufbeantworter rufst. Da traue ich dem Marcel zu, wa? Ja, weil du hast ja neulich mal ein Kind nach Schwulsein. Wie fandst du das eigentlich von der Situation her? Ich kann das erklären. Also das war ein altes Video, war sehr alt. Wir hatten eigentlich geplant, den Okay-Radio-Beitrag zu zeigen. Warum habt ihr den eigentlich nie gesendet? Interessiert natürlich nicht. Weil das durften wir nicht. Wir kamen 20 Minuten vor der Sendung rein und da wurde einfach so gecancelt. Was scheiße. Deswegen habt ihr euch einfach so gefallen lassen, dass er gecancelt wird? Nein, wir werden jetzt in der nächsten Sendung am 19. das natürlich zeigen jetzt, weil wir es noch zurechtschneiden. Aber... wir mussten also 20 Minuten vor der Sendung sehen, was zeigen wir nun als Video. Und dann haben wir einfach dieses Video genommen, wir haben gar nicht das Video angeguckt deswegen. Und wo werden wir euch in Zukunft sehen bei Hamburg 1? Ja, wir sind natürlich in Verhandlungen, klar. Und vielleicht nächstes Jahr, im Februar vielleicht. Wann sehen wir dich auf Hamburg 1? Mal so eine Frage. Ich gehe nicht zum Aldi-Sender, das ist genau das, was ich nicht machen werde, ja. Ich werde zu Sat 1 gehen, wo ich den Vertrag unterschrieben habe. Ja. Wollen wir wetten? Immer noch oder schon wieder? Ich habe einen neuen Fall unterschrieben. Ich unterschreibe jeden Tag Verträge. Auf Bierdeckel, auf Speisekarten. Warum rennst du eigentlich so? Da ist... Oh! Ich meine, das ist Konkurrenzentsorgung. Ja, einfach du, so. Dass du einfach so meinen Kameramann umgehauen hast. Fand ich nicht gut. Nehmen die Chance. Wir spielen das selber jetzt nochmal in Zeitlupe nach. Komm her. Euer Moderator, er hat mich geschlagen, er sieht aus dem Publikum, hä? Ihr steht auf diesen Schlägertypen, hä? Guckt euch an, hä? Guckt euch an, Schläger! Ich hab einfach mal eiskalt lassen. Vergiss alles, eiskalt. Er kann sich da nicht rausreden, egal was er sagt, er kann sich da nicht rausreden. Wir werden das nochmal in Zeitlupe zeigen, eine Bayern-Schlacht, der getroffen hat, hier, psch. Bad Boys, weg mit ihm! Das ist besinnliches Weihnachtslied. Du fragst, fettes Brot, was denn das für Name? Hört sich an wie irgendeine dumme Brotreklame. Doch weit gefehlt, die Frage, die dich quält, wird beantwortet und König Boris erzählt. Fett zu sein bedarf es wenig und wer fett ist, hört den König. Ha! Ist alles, was dich anmacht. Fett ist auch die Sonne, die ich sonst morgens anlacht. Fett ist deine Lieblingsplatte und fett war auch der Spaß, den ich auf der Party hatte. Wenn du auf der Tanzfläche stehst und den Lautstärkeregel etwas höher drehst, weißt du sofort, warum es fettes Brot heißt. Denn unser fettes Song wird dir die Ohren wegreißen. Ein fettes Brot ist fett, ein fettes Brot macht Spaß. Fett ist unser Rhythmus und fett ist auch der Bass. Fett, das heißt nicht matschig und glitschig. Mit fett meine ich cool, geil, bombastisch und witzig. Du fragst dich, wie wir so fette Lieder backen, aber wir in unsere Lieder nur fette Sachen packen. Doch mit diesem Wort über Fett will ich auch nicht bekehren. Ich will ein guter fettes Brot erklären sehen. Die Reime, das Feuer ist fettes Brot, das Brigitte, das ist die Definition von Fett. Die Definition, die Definition, die Definition von Fett.
die Definition, die Definition, Dingel, die Definition von Fett. Versteht's? Oh, da habt ihr's nicht kapiert, damit zu. Au, wenn schon Meister es probiert. Danke, ich werde versuchen, euch jetzt näher zu bringen, was es heißt, fett zu sein und auch so fett zu klingen. Man kann sagen, ich bin ein riesengroßes Fettmolekül. Und Fett ist für mich mein Lebensgefühl. Du bleibst, was du bist. Du wirst so dick, wenn du frisst. Besonders, wenn du fett in Kalorien abmisst. Bist du fett, bist du ein Blickfang. Man ist der Dickmann und du fragst dich sicherlich, wo ist denn da der Trick? Dann pass auf, ich gehe jetzt ins Abteil. Denn Fett zu sein, das Teil sagt Fette und nicht geil. Wenn du fett bist, kannst du auch über dich selbst lachen. Trittst immer ins Fettnäpfchen, mach ständig pralle Sachen. Manche sagen, du bist zu blöd, du schwimmst sogar auf Milch. Ich nenne es einfach Fett, denn du es wie du willst. Denn fett zu sein, es ist dein Ziel. Ich bin drin, um zu gewinnen, das ist mein Spiel. Fett abzuderben ist mein Reimstil. Und ich höre niemals auf, bei mir nicht sein Ziel. Ich bin fett, so fett, richtig, richtig fett. Ich würde damit aufhören, wenn ich keinen Spaß daran hätte. Das ist die Definition von Peter Ehrlich Show. Die Definition, die Definition, die Definition von Peter Ehrlich Show. Die Definition, die Definition, die Definition von Peter Ehrlich. Unser Brot ist fett. Fettes Brot. So salz sein, du Gebäck muss schmecken, am besten wie bei Mutter. Mutter backt mit Butter, die schmeckt fetter als Blätter. Du schuft, er schafft Krümel ohne Kraft. Fett macht geschmeidig, Wasser verpufft. Schlaf! Noch viel krasser Wasser macht alles nasser. Drum ist Sonnenschein auf fetter als Regenwetter. Weder kletter ich als Retter aus dem Hip-Hop-Heldenhimmel, noch steh ich auf der Bühne mit der Hand an meinem Himmel. Ich schmetter keine Metaphern wie ein singender Simmel. Doch reim ich auch nicht eine deutsche Laberkopfgewimmel. Einen Fimmel hab ich trotz alledem. Muss ich nicht schämen. Nimm mich so hin wie ich bin und ich schwitz am Kinn von Peter Ehrlich. Fühl mich ohne Wohler. Oh la la. Fett bedeutet auf Französisch Party. Spart nie am Party, denn Feierjahren bewahrt die Gemütlichkeit. Gemütlichkeit ist als das Fett, wenn ihr betrieblich seid. Zusammen saufen, bis nichts übrig bleibt. Vergnügt dich halt, mach dich frei von allen Ketten. Nach sieben dünnen Jahren, da kommen die sieben fetten Fetten. Sind meine Reime, fettes Brot ist mein Tett. Das ist die Definition von Fett. Die Definition, die Definition, die Definition von Fett. Die Definition, die Definition, die Definition von Realist Show. Die Definition, hey. Jawohl, Love Parade, Love Parade, yo, von Kameraausfall, jawohl, okay, ich glaube, und die Kamerafrau Anna hat gerade einen Nervenzusammenbruch bekommen hier. Sie hat einen Nervenzusammenbruch zur Welt gebracht, ein Kind, einen gesunden Nervenzusammenbruch, kurze Hand. Die Sendung hat ihren Kurzzeit, ihr könnt auch ruhig jetzt das, aus, das ausmachen. Ich mach das mal. Hier ist ja mach doch einfach groß, hier geht das ja richtig ab hier. Ihr kann auch damit rüberkommen, dann kann ich den Anrufer gleich mal rüberstellen. Sollen wir rüberkommen? Bum, bum, tis. Bum, bum, tis. Bum, bum, tis. Hallo, Anruferin! Marilyn! Hallo! Hallo, Marilyn! Hallo. You are the greatest blonde vibe in Germany! Really? Oh, thank you. And you have thick tits. And you speak with Peter Ehrlich live. No? On this moment. Schwabeltitz. Hau ran, setz your chance. Marilyn, halt dich jetzt verwirrt? Nö, gar nicht, weißt du. Also, mit wem möchtest du von uns Vieren reden? Schiffmeister? Mit Schiffmeister? Ja. Ja? Ja. Hallo. Hallo. Na? Na? Aus der hast Rubrik du, Peter Ehrlich Partnerwahl? Finde ich, vielen Dank. Du hast übrigens nicht geantwortet auf die Frage von Peter. Das würde mich auch interessieren. Was? Naja, blonde Haare, dick Tits. Ja, stimmt. Dicke, fette Titten, blonde, tupierte Haare, Sauerwelle. Oh, oh Gott, nein, nein. Gut. Ich glaube dir kein Wort. Bin ich dein Traumgirl oder was? Die stehen auf diese Hungerlatten. Ja. Wenn du Anna sehen könntest. Eigentlich stehe ich auf Dr. Renz, wenn ich ehrlich bin. Ja, Boris steht auf Dr. Renz, aber dicke Weiber. Oh. Dr. Renz ist doch kein dickes Weib, ich muss dich doch bitten. Ja gut, ist ja nett, dass du angerufen hast. Marilyn, willst du eine CD gewinnen? Kommen wir jetzt zum Thema. Hey, warten. Willst du die CD gewinnen? Ja, will ich. Hast du jetzt hier angerufen, weil du was gewinnen kannst? Ja. Ehrlich? Du nicht? Hast ja nie angerufen, weil ich so geil schwitze. Nee, das ist eine geile Fresse, weißt du? Usch! Einfach weg! Und das war
die Bedeutung des Lebens von dir in meiner Show war gering. Definition von fett. Wer hat den Text geschrieben? Ich. Wie kommt man? Und ich. Und nein, ich. Jeder hat den Text Hallo? Wie geht's? Oh, super Frage, super Einleitung. Wenn eine Frage so anfängt im Fernsehen, dann bringt das Gespräch nichts mehr. So. Der erklären. Text. Gut. Ja, guter Text. Den haben wir alle geschrieben natürlich. Und, wie immer. Und wer hat am Computer die Musik gemacht? Auch wir alle. Wer schreibt deine Texte? Meine, der ist der Teleprompter. Wir können das ja ablesen. Kann ja andere mal rufschreiben. Siehst du da unten? Wow. Das ist so ein Zahlencode. Und dann weiß ich, wenn da 8100125 steht, dann muss ich sagen, wie war der Satz? Die heute eingeladene Band war wirklich super. Ja, also nie eine bessere. Ist eine der besten Bands, die ich hier jemals gehabt habe. Und ich habe sie wirklich schon alle gehabt. Gut, Marius Müllers Westerhagen habe ich noch nicht gehabt, weil ich noch nicht gewollt habe. Aber ansonsten haben wir jetzt einen Anrufer. Hallo. Warum Hallo. Ist das heute eigentlich Frauen überlastet, diese Sendung? Warum wohl? Weil Warum hier vier wohl? Männer sitzen. Weil da so drei super nette, schöne Jungs sitzen. Oh, vielen Dank. Und wer von uns Boris, vier Boris ist nervös. So schön? Immer wenn Boris nervös ist, macht er so. Müssen wir jetzt auch machen. Bei so einem Kompliment. Und du bist jetzt alleine zu Hause in deiner Trost und Einsamkeit? Genau. Wer soll denn heute Abend die Party noch bei dir beleben? Ja, wenn es geht, alle drei, oder? Und ich nicht, oder was? No, bitte nicht. Du, ich bin denn die Krönung. Schlammreiter nennt man mich auch. Ja, dann bleib mal lieber da. Hey! 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 Hallo? Mal einen Pieprof. Hallo? Bist du jetzt der Freund? Nein. Versuch uns doch mal zu unterhalten, sonst muss ich mich mit der Band weiter unterhalten. Ja, also ich würde mich ganz gerne mal mit den drei netten Jungs da unterhalten, die da sitzen. Wie siehst du? Meine Frau, die Anna, die ist die Kamerafrau. Entschuldigung, ich hab das verwechselt. Meine Anna-Frau, Kamera, die hat gesagt, wie du aussiehst. Wie ich aussehe? Ja, beschreib dich mal. Guck mal in den Spiegel und lüg nicht. Ich lüge nie. Peter, gib auf, sie will mit uns reden, nicht mit ja, dir. Ja, bitte geh, bitte ruhig hin. Ja, ja, ist doch egal, wir können ja auch alle drei reden. Wir können alle drei reden übrigens. Guck mal, geil. Cool, da sind wir ja gleich mehrmals. Hallo. Hallo, hallo. Ja gut, dann leg mal los, rede. Alles klar, also erstmal, woher kommt ihr? Kommt ihr eigentlich aus Hamburg? Ja. Ja. Und wo? Oder dürft ihr das jetzt nicht sagen? Ja. Doch, dürfen wir sagen, ziemlich im... Umkreis? Von Pinneberg. Nein, Quatsch. Doch. Das ist kein Witz. Also wir kommen sind keine aus wirklich der Assiburg. Eigentlich sind wir Vorstadtkinder aus Pinneberg. Jo. Und? Oh. Alle drei, oder was? Ja, alle drei. Und sonst, wo sieht man euch mal so, oder? Du kannst doch mal die Peter-Ehrlich-Show anmachen. Habt ihr mal Lust? Wir spielen in nächster Zeit irgendwie nicht mehr so in Hamburg, leider. Ja, ich kann die wegmachen, hat er gesagt. Wahrscheinlich sind wir zu nett zu den Anrufern. Wir sind zu nett zu den Anrufern. Komm, wollen wir mal, wir nehmen uns jetzt mal vor, zum nächsten Anrufer sind wir mal richtig doof. Jetzt halt mal eine Frage, das ist ja in Deutschland ja nicht so oft. Deutsche Rapmusik mit fröhlichen, lustigen Texten und nicht, ah, die Welt ist scheiße, wir müssen kämpfen und wir müssen alles kaputt schlagen und wieso? Welche Drogen seid ihr damals abgefahren, dass das so friedvoll ist? Oh, also habt ihr Pilze geraucht oder irgend sowas? Ja. Wir also spritzen uns regelmäßig Palmin ins Herz. Achso, auch hier so Schussleisten. Da gibt's einen guten, da gibt's unser Motto, das kann auch der Dr. Renz mal zitieren. Willst du Spaß ohne Schmerz, spritz dir ruhig Palmin ins Herz. Ja, das genau. Das ist alles, was wir dazu zu sagen haben. Kannst du ja ausprobieren. In ein paar Jahren laden wir dich dann ein, dann kannst du mal auf unserer Platte mitrappen, so. Palmin im Herz. Und erst in ein paar Jahren aber erst, ja? Ja, also man muss schon ein bisschen länger drauf ich sein. Ich hab schon in der Text... Vers, halt schon fertig. Ja? Okay. Okay. Hau ab aus meinem Leben, hau ab aus meiner Welt. Der Gute kann viel geben, nur das Schlechte erzählt. Darf ich auch mal was sagen? Klasse. Gut, kannst du... Ah ja, wir wollten gemein sein, oder? Ey, wir sind jetzt gemein zu dir, du Kuh. Kann ich denn mal was sagen? Ja, rede, ja. Du Kuh. Du Arsch, du spinnst wohl. Dir blase ich gleich ein. Ey, du könntest mich nur bestrafen, wenn du das nicht machen würdest. Außerdem, wieso machst du so eine versauten Texte? Ja, lass mich doch aus. Du kannst es doch gut. Ich will dich ja nicht aus. Ja. Das ist jetzt die Strafe. Du musst jetzt dabei bleiben. Und du musst dieses Bild heute Abend auf deinen Nachtschrank stellen. Echt? Das finde ich tierisch. Ist das ein schöner junger Mann? Aber. Denkerstirn, guck dir das an. So, wer sind denn die drei jetzt? Ja, das sind meine einzigen drei Freunde. Aha. Wir haben damals Squash gespielt immer. In Pinneberg kann man nichts anderes als Squash spielen. Squash. Und Saun.
Alle drei gleich hässlich, ne? Ja, und du, die Hässlichen regieren die Welt. Und nicht die Dicken, nicht so wie du. Das sind die größten Dummbäpfen, die da sind. Ja. Soll ich mal meinen Mann vorstellen? Ey, wisst ihr, was wir jetzt hier dick machen? Immer her damit. Warte, Laola für dich jetzt. Laola hier. Das ey, ey, ey. Ne Doofe, echt ne Doofe. Gib mir mal deinen Mann. Hol mal deinen Mann. Hol mir deinen Mann hier. Und ciao, du Alte. Ich kack mir beinahe selber was ab, du, weil ich nur so einen Anrufer wie dich habe. Das ist eine Scheiße. Ja, du. Habt ihr Vorbilder? Das ist eine doofe Frage, wa? Da. Vorbilder nicht, aber... Ja, genau. Nee, wir haben viele Bands, die uns sehr inspirieren und... Die wir covern müssen. Nirvana. Genau, die covern wir. Ja, seitdem sie nicht mehr unsere Tänzer sind. Kriegt jede Gruppe hier zu hören, wo kauft ihr eure Brötchen ein? Das interessiert die Fans immer. Ich kauf keine Brötchen, ganz ehrlich nicht. Nee, seit ich gehört habe, dass die mit Rinder waren, mit Schweinedarmschleim gebacken werden. Ich kauf immer ein Roggenbaguette mit Käsesalat und Remu morgens zum Frühstück am Altonaer Bahnhof. Das ist wichtig. Wo ist wichtig? Ja, ich weiß nicht genau, wie das heißt, dieser Croissant-Stand. Ja, alles klar. Le Croback, oder? Und jetzt könnt ihr hier auch mal ganz, ganz klar Betroffenheit zeigen. Der E17-Sänger ist krank. Stimmt, der ist jetzt... Aber wir haben im Radio jetzt gehört irgendwie, dass die Konzerte in Berlin und in Hannover... Hannover. Stattfinden. Nicht betroffen. Also an alle deine Zielgruppe, können alle beruhigt sein. Wir drücken dir die Daumen, dass der AIDS-Virus da noch nicht so und dann bist du im Tod, dann kannst du viel mehr Platten wahrscheinlich verkaufen, wenn es. Das war jetzt fies, war gemein. Irgendwie. Man soll mit dieser Krankheit Spaß, jetzt blitze ich mich mal lieber freiwillig selber immer raus. Das war. Jetzt dürft ihr mir eine Frage stellen. Das war ganz, ganz beliebt hier in der Show. Wo hast du deinen Namen her? Ehrlich? Ja, wir haben ja damals überlegt, wir hätten eine Toni Krieg nennen können oder Klaus Fröhlich oder Kalle Bauer. Peter Lustig. Oder Peter, ja genau. Und Anna, aber Toni Krieg finde ich irgendwie noch geiler. Nee, das ist ja der Reporter, das ist der, der immer auf der Straße rumläuft in den ganzen Kriegsgeschehnissen eingreift. Ist der nicht Hemingway? Jetzt überfordere mich mit irgendwelchen Sachen, Gymnasiasten- die ich in der sechsten Klasse... um das Brot, ja. So, jetzt du darfst jetzt auch eine Frage stellen. Ach, du hast schon, jetzt bist du dran. Ich? Ich möchte gerne wissen, wo du diese wunderbare Weste dir gekauft hast. Das ist echt eine coole Weste. Ich hab die schon. Das ist ein Geschenk, ja. Das ist ein Geschenk von einer Frau, die... Beischlafdiebstahl. Die also gesagt hat, sie mag das mit mir gerne treiben, wenn ich Peter Glitter bin. Und dann halt das... Sieht aber gut aus, wa? Ja. Bis Kofen ist schon reichlich durchgespitzt. Muss ich da mit ihr schlafen? eindeutig die ganzen versauerten Okay, Scheiße. Dann doch. Ey, guck mal, da sieht man mal, wie mein Bett aussieht in den Bildern jetzt. Ganz klar, zeig ruhig mal, wie das aussieht. Ist nämlich gemacht. Oh. Und Kabel sieht man da und da. Da in dem, hier, komm, warte mal. Gehst du da mal hoch? Leo. Anna? Ey, hier, zeig mal Anna kurz. Ey, Philipp. Zeig doch mal Anna hier kurz. Ja. Welches Bild haben wir denn da? Nee, du sollst raufgehen, damit du den Leoparden vergrößern kannst. Geh doch mal auf Handkamera, bitte. Ah, Philipp, du, also, stell dich mal nicht so an. Da. Jetzt nochmal das andere. Da, wenn ihr da guckt, da sind die ganzen Pornoaufnahmen von den Ex-Freundinnen, die ich habe, die ich eventuell auch in der nächsten Sendung dann mal veröffentlichen werde. Und wir freuen uns da jetzt schon. Also, der eine Preis ist 20.000 Mark, hat Sabine 2 gezahlt, wenn ich sie nicht anrufen würde. Das ist mir zu wenig. Ich habe übrigens auch nochmal eine Frage. Hey, ja. Fühlst du dich nicht unheimlich out? Weil du hast nämlich einen echten Kamm in der rechten Backentasche. Nee, das habe ich immer. Ich hab gerade gelesen, dass das out ist. Kannst du mir den Kamm mal rausnehmen? Aber mit in Zusammenhang mit Schweißwesen ist das nämlich dann wieder in, weil das Ding zum Beispiel auch zum Zähnepulken ist. Das ist ja ganz toll. Achso. Also in der In- und Out-Liste in der Bild-Zeitung ist das bestimmt. Das ist die Zeitung, out. Die lese ich nicht. Die ist mir zu intellektuell. Ja, uns auch. Ich lese den Lanzer. Ich lese nur den In- und Out. So, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Ihr wolltet noch einen Song machen. Ja. Kann das einer von euch da drüben klären, damit wir das abfahren ich können? Glaub, nee, das vielleicht klappt jetzt nicht mehr. Vielleicht schafft Philipp das auch. Und wir haben noch einen Anrufer. Jo. Hallo Anrufer. Hallo. Red doch einfach mal. Dann mach ich doch. Hallo. Ja. Hallo. Ja, ich suche doch. Ey, Junge, fick doch selber, Mann.
Hallo. Wusch. Weg. Tja. Die Welt ist schlecht. Jetzt also mir hat es Spaß gemacht, dass ihr heute hier wart. Ja, vielen Dank. Ich zahle auch gerne die 6 Mark GEMA-Gebühren und für die Nachtschleife, da zahlt der offene Kanal ganz viele Kohle für. Cool. 3 Songs von euch, das hat es hier noch nie gegeben in der Schleife. Echt? Und könnt ihr jetzt Nordisch bei Nature Nature na dieses letzte da, ja, 9,9, könnt ihr nicht in 3,4 Sekunden Minuten spielen? Nee, das geht ja leider nicht. Aber jetzt hat er ein anderes reingelegt. Anders. Von mir ist auch das ist jetzt eine Band, die entscheiden sich jetzt okay. Spontan. Ja, für dich machen wir jetzt. Ja, wir haben da drüben, das können jetzt die Zuschauer natürlich nicht sehen, da drüben haben wir jetzt die Band und die müssen dann die Notenblätter noch schnell umschlagen, damit sie auch wissen, was sie spielen. Und hier, right. Genau hier könnt ihr auch mal sehen, hier ist der Sprachcomputer drin, wo die ganzen Stimmen herkommen. Die singen natürlich nicht live, das ist alles Fake. Oh. Hi! Habt ihr mit der Musik geklärt? Das war Peter Ehrlich Show. Nächste Woche ist eine ganz irre Band, die Genickschuss heißt. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, was da auf uns zukommt. Ehrlich. Nächsten Dienstag, 20 Uhr. Jetzt hier auf der Show. Farb den Vogel. Okay, das ist Disco 95, extra für Peter Ehrlich heute Abend. Ja, Peter Ehrlich Mix. Schiffmeister, König Bums und Dr. Rell. Genau. Peter macht jetzt kurz halt mal den Kameramann, weil der andere nämlich... Sag mal hey, hey, sag mal ho. Das ist Bro, a Platt in the Disco. Yo, ich bin ein junger Plattenspieler und so seelig, ob es der Pikasine, linke Dela. Du hast wohl Schäden oder wie, weil ich spiel. Wie uns im Norden, hey, das nicht Disco, sondern Tanz über die Elektrake. Viel Platz in der Mikrofon. Grüß dich, Juden, Norden ist das Schwert der Person. Wohnen an der Vorderkante, wie all. Und da schnack mal nur mal so. Hör mal mit, so, hummel, hummel. Was, was? Ich tut der Schiff, hey, der Böhner, der anderen. Wie dort, ich meine, ich Nordisch by nature, Nordisch. Nordisch by nature. Nordisch by nature. Yo, wait, Van Jung, you're on a Vodacon Porn. Ist einfach wie so von Porn, gib mir immer Kohle an. Ich coach jeden Abend oben, es wird schon kaum erst durch, wenn einem Geld ist. Futsch, Mann, in der Tün, go me out der Sinn, ich bin, weil ich bin. Komm ich nicht an die Blöden, da kommt fix mal rum, um die Norden anzukicken. Bei uns da ist immer was los oder den Igen. Seh dir erstmal da, nimm Köln und Nord. Es schmeckt dir das nicht, ist mir das auch schien egal. Du bist ein wirklich Schnimper, ich hätte dich ne Schimp, aber pass auf, du Schüffel, ich nehm dir auf die Schüffel. Nordisch bei Nature, Nordisch bei Nature, Nordisch, Nordisch bei Nature. Ich liebe die Schiffe, das Meer und den Hafen und ich liebe es an der Party, breit am Hefsch einzuschlafen. Ich bin ein Hamburger Jung und ich komm voll in Schwung, wenn ich hüpf und spring. Und von Hamburg sing. Samstagabend, ein Köben und ein kühles Blondes. Und auf die Schnelle noch ne Fischfrikerschelle. Schon ein Zöllbäcker wusste, dass er Norden rockt. Und hat mit seinem Kanye gleich angedockt, der hört richtig. Heute ist Disco-Zeit, boom! Weil alles nach Disco schreit. Und du fragst dich, ob der König das Versprochene hält. Ja, na klar, denn ich bin Nordisch by Nature. Nordisch, Nordisch by Nature. Nordisch, Nordisch by Nature. Nordisch, Nordisch by Nature. Nordisch, Nordisch by Peter. In der Ehrlich-Show. Neulich bei Peter. Weil ich durfte Party, das mit der Gitarre hat mir viel getan, aber wir sind so reich Popstars inzwischen geworden, dass wir uns ja ohne Probleme eine kleine gesichtschirurgische Operation leisten können. Ich denke mal, das geht los. Das ein oder andere Auge ja, wird schon drin sein. Das führe ich übrigens in meinem neu gekauften Haus in Pinneberg. Richtig? Ja. Wir haben da, alle da reich, auch, Praxis. Auch reich sind wir. Reich, nein, arrogante Arschlöcher. Richtig, Interview-Faul und blöde Arschlöcher. Und wir treten übrigens niemals, 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 niemals unter 4000 Mark auf, damit alle Leute wissen, die uns buchen wollen, wird uns wahrscheinlich so teuer. Juhu! Wir teuer sind bei Major. Teuer. Teuer. Juhu! Denn wir sind bei Major. Okay, Leute, alle Gerüchte auf einen Haufen und das für euch. Auf Wiedersehen, euer Dieter Thomas Heck.